Wir sind unter schwerem Beschuss! Wo bleibt die Verstärkung? Die ZSK haben die Terroristen zu dieser Position verfolgt. Hätten sie besser nicht getan. Immer noch da, was? Hab mit dir erst gewettet, dass du längst tot bist. Der Witzbold ist Peter Maretti. Er wird dir klar machen, was du jetzt für ein knallharter Scheißkerl bist. Zu dumm, dass uns das letzte Puzzleteil noch fehlt, wie sie den Sprengstoff in den Zug geschafft haben. Damit du es weißt, wenn das vorbei ist, schuldest du mir was. An die Arbeit. Wie du weißt, gehört es zu den Vorteilen der Black Ops, die neuesten experimentellen Waffen zu nutzen. Feuerwaffen sind sehr nützlich während des Kampfes. Aber mit dem DNI? Deine Gedanken sind die stärkste Waffe. Richten wir Schaden an. Du hast eine neue Cyberfähigkeit. Kernfeuer. Probier das mal bei diesem Feind da vorne. Wir machen einen Soldaten aus dir. Der größte Spaß, den man mit angezogenen Hosen haben kann, was? Jetzt können wir kämpfen. Langsam gefällst du mir. Fähigkeiten du hast,
Sie setzen Rauchgranaten ein. Wenn du zur verbesserten Sicht wechselst, bist du im Dunkeln oder Rauch nicht mehr blind. Jetzt geht's los. Wie wär's damit? Jetzt musst du dir nie mehr Sorgen darum machen, was im Dunkeln lauert. Feindliche Bots kommen durch die Wände! Gar nicht schlecht, Neuling. Die Party ist noch nicht vorbei. Bewegung! Bots sind auf dem Waggon. Verleg sie! Gut gemacht. Anscheinend sind sie hier durch in die Wasseraufbereitungsanlage gekommen. Mir nach! Zieh besser den Kopf ein. Du bist hart, aber nicht unsterblich. Eine Kugel im Kopf bringt dich zu deinem Schöpfer. Alles klar.
Mach so weiter! Besser den Kopf ein. Du bist hart, aber nicht unsterblich. Eine Kugel im Kopf bringt dich zu deinem Schöpfer. Alles klar. Mach so weiter! Wir machen einen Soldaten aus dir. Gut gemacht, Mann. Und jetzt greif auf die Tür zu. Was ist das für ein Ort? Hier. Es ist alles passiert. Der Computer da drüben sollte Aufschluss darüber geben, wie sie den Sprengstoff reingebracht haben. Los, verbinde dich. Die Roboter, sie haben die Sicherheitsroboter gehackt. Sie haben den Sprengstoff reingebracht. Weißt du, was ironisch ist?
Eigentlich hat der Angriff der Terroristen die Entwicklung der VR-neuralen Netzwerkinitiative beschleunigt. Ohne die Angst vor Angriffen wie diesem hätten wir wahrscheinlich nicht mal das Cybersoldatenprogramm. Augenblick. Es ist 7:25. Du hast etwa 5 Minuten. Du warst schon mal hier, Neuling. Mal sehen, ob du die Geschichte ändern kannst. Alle Roboter sollten als feindlich gesehen werden, glaub mir. Sie sehen dich auch als Feind. Niederschlag ist eine weitere Cyberfähigkeit von dir. Probier sie mal bei diesen Bots aus. Schöner Niederschlag, direkt ins Schwarze. Achte auf deine Flanke, sie kommen durch die Fenster. Prototyp befindet sich im Waggon direkt unter dir. Er könnte durch 6 Zoll CNT geschützt sein. Aber das ist gar nichts, wenn die Bombe hochgeht. Du behältst dich wohl besser. Hübsch. Du hast den Niederschlag raus, denke ich. Rücke weiter vor. Du bist fast beim Sprengsatz angekommen. Du hast den Niederschlag raus, denke ich.
An dem Ding ist eine Bombe. Wenn ich es hacke, wegschaffe oder den Waggon losmache, wird es hochgehen. Das ist zu viel! Selbst mit einem Computer im Kopf, die Zeit reicht nicht! Es ist eigentlich ganz einfach. Moment. Das ist eine Magnetbahn. Wenn ich für diesen Waggon die Polarität umkehre. Du hättest es nicht aufhalten und vom Zug verschwinden können. Dein DNI kann dir alle Optionen zeigen. Aber nur du kannst entscheiden, zu welchem Opfer du bereit bist. Manchmal muss man einfach loslassen. Taylor, wie geht's dem Patienten? Den Umständen entsprechend. Ich erwarte mehr. Das ist doch wohl klar. Willkommen zurück. Du wirst für die OP vorbereitet. Alles wird gut. Hendricks wurde bei der Mission nicht mal verletzt. Er hat sich freiwillig gemeldet.